So, 64er Stack bitte, danke. Das dürfte fürs erste Mal wieder reichen. Haben wir zumindest überlebt. Aber hier kann noch eine Fackel hin. So. Dann hämmert mir mal das ganze Zeug hier raus. Die guten Rohstoffe mitnehmen. So wie es sich gehört. Nicht verschwenderisch sein. So. Aber immer ein wachsames Ohr und Auge haben, falls hier was kommt. So. Hier ist noch Eisen in der Wand. Mitnehmen. Ich brauche das Eisen dringend. So. Jetzt nehmen wir aber Schwert wieder. Ja. Aber die Kohle lockt gerade mich mal wieder aus der Decke raus. Deswegen machen wir hier mal frei. Und holen uns das ganze Zeug. Ja, die gute Kohle. So, Alter. Ging's da noch weiter? Alter, ihr verarscht mich doch. So viel Kohle. Können wir uns ganz viel Cleanstone produzieren irgendwann mal. Wenn wir Bock haben. Ein Cobblestone haben wir ja für. Wird eine ewig lange Aktion dann. So. Aber mir gefällt der Cleanstone nicht so. So. Eine nicht enden wollende Höhle. So. Aber hier ist Eisen. Das nehmen wir mit. Den ersten Ansturm hat man mittlerweile überlebt. Ja. Damit kann sich das kann sich zeigen, würde ich mal sagen. So, hier kommt einer her. Hier kommt wieder eine. Oh, hier ist Wasser. Gleich nicht mehr, wenn ich hier den Schalter betätige. Na, komm. So, geht doch. Schon ist es aus. Mit dieser kleinen Überschwemmung hier. So. Ja. Ich habe schon wieder Hunger. So, Brot hält einen Scheißdreck an. So, gut, dass ich Steak dabei habe. Gutes, altes Steak. Das schmeckt. Ah, da ist Eisen drunter. Nehmen wir gleich mit. Kurz hochgucken. Kurz hinter uns gucken. Ich will hier nicht tausend Tode sterben. So. Einer würde eh schon reichen, dass wir wieder die ganzen Erfahrungspunkte verlieren. Eieiei. Es wäre scheiße. Sind wir doch schon Level 30. Wo ist denn eigentlich Levelstopp? Das ist eine gute Frage gerade. Weiß ich gar nicht. Bis zu welchem Level kann man eigentlich hochgehen? Vielleicht kriegen wir ja irgendwann das Maximum. Vielleicht kriegen wir das noch zusammen in dieser Höhle. Mal gucken. Vor allem mit der ganzen Kohle würde ich sagen, ja, es könnte möglich sein. So. Aber jetzt, so, sind wir fertig und haben die ganze Kohle hier rausgehämmert. Schauen wir nochmal gucken, da auch nichts kommt. Eine schöne große Höhle, schön verzweigt wieder. Das macht Spaß, das macht Freude. Okay, das ist nur ein Zombie. Ich wollte mich schon kurzzeitig mal einscheißen. Dachte, es ist Creeper-Gefahr. So. Eieiei, hier geht's zumindest nach draußen. Ist schon mal schön, dass man sowas wieder entdeckt. Dass man hier immer so einen Notausgang hat. Aber mein Notausgang, den hämmer ich mir immer selber. Selbstgehämmert ist einfach besser. Aber hier ist noch eine Höhe. Oh. Das ist schön. Da können wir so richtig viel machen. So. Zack. Wie viel Stacks Kohle habe ich denn jetzt schon wieder gesammelt? Alter. Ich bin jetzt schon wieder beinahe beim dritten Stack, den ich anfange. Habe ich ja doch schon verbraten, ein paar Kohlestücken für meine Fackeln. Apropos Fackeln, die verbrauchen wir auch ziemlich schnell, sehe ich gerade. So.
So, die Ecke noch ausleuchten, nicht dass hier was auf die dumme Idee kommt und spawnt. So, Eisen. Das ist eigentlich die Hauptsache, was ich jetzt hier vollbringe, dass ich Eisen hole. Weil für die Schienen, die wir mal alle noch brauchen werden, brauchen wir noch einiges an Eisen. Wartet mal kurz. So, nochmal einmal gescheit husten müssen, bevor dass ich mich hier tausendmal räuspere. Ja, ja, die kalte Jahreszeit mal wieder. Die ist schuld, dass ich immer so verschleimt bin im Hals. Ja, ja. So, Eisen, Eisen, Eisen. Ich hab das Eisen gern, ich hab das Eisen gern. Hoffentlich kriegen wir da auch einige zusammen. Weil für die Schienen... Und Diamant. Diamanten sind natürlich wertvoll, die brauchen wir dringend. So. Erste Spitzhacke im Popo. Aber da haben wir ja noch ein bisschen was. Eieiei. Ich hämmer mich mal wieder frei weg. Durch die Wand in die Höhle. Oh, oh, oh. Ich immer. Es könnte tödlich ausgehen. Wenn wieder einer wartet, der grün hinter den Ohren ist. So. Alles schön ausleuchten. So gut es zumindest geht. Da unten ist Lava. Das ist schon mal schön, dass da Lava ist. Hier röchelt schon wieder ein munteren Zombie. Ich finde es kacke, dass irgendwie die Creeper so lautlos sind. Das sind die lautlosen Killer in Minecraft. Das sind eigentlich die einzigen Dinger, die kein Geräusch machen, außer wenn sie halt doch mal attackieren. Also wenn sie mal hardcore angreifen. Dann machen sie gleich ganz lautes Getöse. Eieiei. So viel Zeug hier an der Wand. Kann ich doch gar nicht alles mitnehmen. Muss ich sicherlich irgendwas zurücklassen. Das weiß ich jetzt schon. Boah, vor allem die Kohle. Kohle haben wir en masse wieder hier drinnen. Naja. Aber Kohle, ja gut. Brauchen tut man schon viel, aber so viel wie wir hier mittlerweile abbauen, brauchen wir schon wieder fast nicht mehr. Aber das sage ich immer, aber dann brate ich doch ein Stack nach dem anderen weg. Wenn man doch wieder was Großes vorhat und dann doch einiges an Cleanstone braucht oder irgendwas aus dem Ofen einfach. So ofenfrisch. Frisch aus dem Ofen, schmeckt es am besten, ja, so ungefähr. Ja, da braucht man wieder was. Aber für Nachschub ist ja je gut gesorgt. Also an Kohle mangelt es uns eigentlich eher selten. Eher so was wie Holz, aber so was findet man immer selten in Höhlen. So. Aber gut, mit Holz ist auch schon besser worden. Seit letztem Mal, wo ich ja doch wie blöd Holz gekloppt habe. Gut, dass ich endlich Holz habe. So. Aber ertragreich die Höhle, ertragreich. Gefällt mir. Kriegen Facebook, gefällt mir, Daumen nach oben. Oder ein YouTube, Daumen nach oben. So, 60 Eisen haben wir schon. Ich freue mich. So ist hier Cobblestone. Wieso? Hier ist doch gar kein Wasser. Hä? Verarscht ihr mich? Ist doch gar kein Wasser. Wie geht das? Dass da Cobblestone ist. Komisch. Das kann's doch nicht so bilden. Dachte ich zumindest. Alter, ich habe schon wieder Hunger.
Ja, so ein Brot, das macht einfach nicht satt. Deswegen müssen wir mal ein Steak reinpfeifen, da. Das hält. Boah, so viel Kohle. Bombastisch viel Kohle. Sag mal so, in der Höhle könnte man einen Kohlevorrat für eine Kleinstadt hier rausholen. Wäre ideal was für eine Serverwelt. Dass man hier ganz. Oh, Gold. Wir sind auf Gold. Gold schon gestoßen. Ist ja geil. So, jetzt müssen wir nur noch runter zu der. So, aber hier ist noch mehr Kohle. Kohle ist, sind Diamanten. Oh, eher nicht, aber. Wäre ein schöner Gedanke. Diamanten so oft vorkämen wie Kohle. Aber dann wären es nichts mehr Besonderes. Ne, da würde nur noch mit Diamantspitzhacken und Diamantrüstung und alles halt aus Diamant rumlaufen. Wäre der ganze Witz vom Diamanten weg. Seltenheitswert hat dann die ganze Sache auch nicht mehr. Dann freut man sich nicht mehr, wenn man einen findet. Ich weiß ja noch, wie ich mich gefreut habe, wie ich das erste Mal Kohle gefunden habe. Oder weil ich mich gefreut habe, dass das... Oh, spring hier gleich mal in den Dunkeln. Aber hier ist sehr viel. Sehr, 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 sehr viel Zeug. So, hier kommt die Fackel hin. Hier kommt da. So. Kann ich hier mal in Ruhe das Gold rausholen. So, jedenfalls, ich habe mich... gefreut, dass ich direkt neben Kohle gespawnt bin beim allerersten Mal, wie ich Minecraft angemacht habe. Aber dass ich so zugeschissen werde irgendwann mal damit, dachte ich mir auch nicht. Alter. Eisen verliert aber auch an Seltenheitswert, um ehrlich zu sein. Bleibst du hier? Hier läuft ein Zombie. Hier wird mal konkret ausgeleuchtet. Aber voll konkret. So. So. Bin ich schon mal glücklich und zufrieden fürs Erste. So, wo bin ich denn jetzt? Ach, da drüben ist noch Eisen. Ich dachte es mir, dass das nicht das einzige Eisen sein kann. So, dann nehmen wir mal den Eisenklotz noch mit. Ich bin ja gierig. Oh, hier sind ein paar Wasserströme, die sind mir nicht gefährlich. So, wo gehen wir jetzt hin? Alter. Ja, genau, zu dir gehe ich runter. Mhm. Da habe ich jetzt Bock drauf. Ich habe Bock zu sterben. Und ich werde sterben. Ich werde grausam sterben. Ja, denke ich es mir doch. Hallo, Creeper. Muss ich hinterrücks anfallen. Alter, Alter! Und dann sieht er mich, die Drecksau. Gut, da gehe ich nicht mehr runter. Da. Da ist der Ofen bei mir aus. Ah, da steht ein Zombie. So, komm her hier. Solange du keinen grünen Wicht im Gepäck hast. Ah. Da gut ist er. Das, was es sein muss, ist er. So, jetzt muss ich mich kurz an der Hand kratzen. Nicht, dass ich hier gleich wieder verreck. No, hier ist nichts los. Aber hier ist genug Moos. Ja, ich brauche das Schwert. Alter, was geht mit euch ab? Könnt ihr auch weniger schnell explodieren? Ja, zumindest sprengen wir sie kontrolliert. Solange alles kontrolliert ist, ist alles in Ordnung. Ich kratze mich nicht selber an. Da können sie es platzen, so oft sie wollen. Hier in der Höhle schon, woanders nicht. So, jetzt muss ich mal kurz die Werkbank auspacken. Nimmst du wieder mit? Wo ist er denn? Da ist er. So. Kurz mal den Kompass weggepackt. So.